Hallo meine Lieben, wenn ihr Lust habt, dann schnappt euch auch einen Kaffee oder Tee oder irgend sowas und wir plaudern mal ein bisschen darüber, wie ich so das Jahr 2021 im Rückblick sehe und was meine Pläne für 2022 sind. Also erstens mal, es ist endlich wieder soweit. Ich kann mich endlich wieder vor die Kamera setzen und Videos machen. Ich bin wieder fit genug, ich bin wieder gesund genug. Gott sei Dank. Das war jetzt lang genug. Ich hatte unglaublich viel Angst, aber dazu komme ich später zu sprechen, zumindest so ein bisschen, weil ich mich ja eigentlich aus dieser ganzen Thematik komplett raushalten will. Aber ja, das geht nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und ich habe gestern schon mal ein Video aufgenommen, das ich aber dann wieder gelöscht habe, weil ich bin einem Videowunsch nachgekommen und habe gelabert und gelabert und gelabert und gelabert und es kam eigentlich nichts Vernünftiges dabei raus oder erst nach ziemlich langer Zeit und von 25 Minuten hätte ich, glaube ich, 20 Minuten einfach wegschneiden können, aber dann hätte es irgendwie auch nicht richtig Sinn ergeben und deswegen habe ich es komplett wieder gelöscht. Ja, und die letzten Wochen, wo ich ja so ein bisschen umlag, habe ich mir, als es wieder möglich war, Gedanken gemacht zu 2022. Und normalerweise bin ich ein Mensch, der sich nicht sehr gerne Vorsätze macht oder der sich gar keine Vorsätze vornimmt. Aber dieses Jahr tue ich das. Ich habe mir gesagt, okay, 2022 will ich wieder mir mehr aktiv Gutes tun. Ich bin irgendwie 2021 in so einen Trott gefallen. Ich will mir mehr aktiv Gutes tun. Ich will einfach generell wieder mehr auf mich achten oder meinen Bedürfnissen nachkommen und ja, all diese Dinge machen, die ich 2021 irgendwie extrem vernachlässigt habe. 2020 war das eigentlich noch alles okay, da bin ich noch ganz viel rausgegangen, ich bin wandern gegangen und was weiß ich nicht alles. Aber 2021, ich hatte einen tollen Urlaub, aber rundherum war ich irgendwie in so einem Trott und war so passiv und habe einfach nur das Leben an mir vorbeistreichen lassen. Das soll mir 2022 nicht nochmal passieren. Ja, ich war in diesem Jahr irgendwie kaum in der Natur, habe ich das Gefühl. Oder war ich Anfang des Jahres viel draußen? Also ich bin spazieren gegangen, hier in der Stadt irgendwie, aber ich war nicht so richtig in der Natur, ich war nicht wirklich wandern. Ich hatte ein paar private Themen, die zum Beispiel mich eine ganze Zeit lang auch von körperlichen Aktivitäten abgehalten haben, wo das einfach nicht möglich war. Ich hatte private Themen, wo es sehr, sehr viel Tränen gab, aber Themen, die ich einfach nicht öffentlich besprechen möchte, weil sie mir dafür zu persönlich sind und weil einfach die paar Leute, die mir dafür einen reindrücken würden, da würde ich, glaube ich, ausrasten bei diesem Thema. Ja. Und vielleicht meinen YouTube-Kanal löschen oder so, ich weiß es nicht. Aber es gibt so Themen, da bin ich super sensibel und toleriere es nicht, wenn da jemand echt meint, irgendeinen Scheiß zu ersagen zu müssen. Und das wäre so ein Thema. Und ja. Und ich habe aber auch irgendwie dieses Jahr depressive Phasen gehabt, wie ich sie lange nicht mehr kannte. Und irgendwie, es war kein gutes Jahr. Und ich habe mich echt gehen lassen und habe super viel vernachlässigt und habe mich vernachlässigt und meine Bedürfnisse und auch wenn mein Freund immer wieder hinter war und an ihm gesagt hat, hey, kümmere dich um dich und tu dir Gutes und mich in allem unterstützt, das ist der Wahnsinn. Aber trotzdem bin ich die, die dann den Arsch hochkriegen muss und das auch machen muss und ja, ich habe mich total gehen lassen dieses Jahr und will das nicht nochmal in 2022 und möchte mir aber auch nicht einen Kopf drum machen, um
darum, wie andere irgendwas sehen oder denken könnten von mir, wobei das eh schon wieder viel besser geworden ist. Aber trotzdem habe ich manchmal noch so dieses, okay, gerade wenn man sich so lange hängen lässt und wenn man dann die Motivation hat, eigentlich aufzustehen, was zu tun und sich was Gutes zu tun eigentlich, dann kommt so, vielleicht kennt ihr das, dieses schlechte Gewissen. Oh Mann, ich müsste aber jetzt eigentlich was Produktives tun, weil das habe ich jetzt auch total lang schleifen lassen und habe nur rumgehangen. Und dann tut man entweder was Produktives und hat sich dann doch wieder nicht gut getan, oder man hat aber eigentlich gar nicht die Energie, was Produktives zu tun, und dann hängt man doch wieder nur rum, weil man zu sehr ein schlechtes Gewissen hat, sich was Gutes zu tun. Weil man ja auch nicht produktiv ist. Versteht man das? Und so kam mir das irgendwie so ein bisschen vor dieses Jahr. Mein Problem ist auch immer noch, dass ich mich vergleiche mit anderen Menschen und dann eben auch leider mit meinem Freund oft genug vergleiche. Und der ist einfach, der ist ein super produktiver Mensch und der ist so das ganze Gegenteil von mir. Und er sagt mir auch immer wieder, wir sind einfach völlig unterschiedliche Menschen, vergleich dich nicht mit mir, du machst ganz andere tolle Dinge. Aber trotzdem habe ich das immer wieder, dass ich mir denke, oh Mann, er schafft so viel und kann so viel und macht es so toll. Und ich habe jetzt hier eine Woche lang rumgeschlurft und eigentlich nichts geschafft. Oder einen Monat oder ein Jahr. Und ja, das sind so Dinge, die ich in 2022 wieder ändern will. Weil so wie ich bin, bin ich nun mal. Und die Sachen, die ich tue, die sind toll. Und die müssen aber nicht genauso sein wie Dinge, die andere Menschen tun. Die müssen auch nicht genauso produktiv sein oder ich muss nicht genauso produktiv sein. Ich bin einfach ein Mensch. Ich brauche super viel Zeit für mich. Ich brauche super viel Freiraum. Ich brauche eigentlich viel Zeit in der Natur. Ich brauche viel Kreativität. Und wenn ich dann ich bin und wenn ich das tue, was ich brauche und was ich möchte und meine Bedürfnisse stille, dann bin ich automatisch wieder viel produktiver, weil dann meine Energien wieder frei fließen können in Meditation, in Kreatives, in Themen etc. pp. Und ja, und das weiß ich eigentlich auch. Aber irgendetwas in mir, was das Leben, was sehr, sehr viele Jahre in seinem Leben gelernt hat, was Produktivität für andere Menschen bedeutet, versucht mich dann immer wieder in diese Schublade zu pressen, in diese Schublade, in die so jeder Mensch irgendwie versucht reingepresst zu werden und anhand dessen Produktivität gemessen wird oder so definiert wird. Und das bin ich aber einfach nicht. Und so funktioniere ich nicht. Und je mehr ich das versuche, da reinzupassen, desto weniger klappt's. Und das weiß ich eigentlich alles. Aber ja. Aber deswegen 2022, also ich fange eigentlich jetzt schon damit an, aber jetzt muss ich gerade erstmal wieder fit genug werden. Also ich kann wieder hier sitzen, ich kann auch wieder frei reden, ohne Atemluft zu bekommen oder Atemluftprobleme zu bekommen. Aber, Hallepinchen, nicht über meinen Kaffeestiefeln. Aber ich kann zum Beispiel noch nicht irgendwie groß spazieren gehen, ich kann noch nicht wandern gehen oder so. Wenn ich zum Einkaufen gehe, das schaffe ich gerade so, aber dann komme ich auch schon schnaufend hier an und muss mich erstmal 10 Minuten aufs Sofa setzen und wieder klarkommen und mein Herz wieder runterbringen und meinen Atem wieder. Ja, deswegen, jetzt ist noch so meine Schonzeit, aber ich kümmere mich schon darum, einfach ich zu sein und mir diese Schonzeit zu gönnen und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, dabei aktuell noch nicht wieder auch die Kamera anzumachen und solche Dinge. Und ja, das tut mir gut. Was ich mir aber konkret vorgenommen habe für 2022, ich habe mir solche Habit-Tracker-Bücher geholt. Muss man absolut nicht. Man kann das auch einfach sich selber aufzeichnen und kopieren oder man kann sich so eine Liste aus dem Internet runterladen und ausdrucken. Ich bin irgendwie, als ich darauf kam, über diese Bücher gestolpert und habe sie bestellt. Und die werden jetzt, glaube ich, erstmal eine Weile reichen. Aber da habe ich mir jetzt eine Liste gemacht von Sachen, die ich tracken möchte. Und ich habe das System mit diesen Habit-Trackern schon öfter mal probiert. Und ich glaube, das Längste, was ich geschafft habe zu tracken, war meine Woche. Und dann vergesse ich das wieder. Und dann erinnere ich mich 3 Wochen später dran und denke mir dann so, naja, jetzt hast du 3 Wochen keine Kreuzchen gesetzt und kannst dich auch nicht mehr erinnern, was es in diesen 3 Wochen alles war.
bringt jetzt auch nichts mehr. Und dann war es wieder hinüber. Mal schauen, ob es 2022 besser läuft. Während die Katze hier Lärm macht. Hallo, du machst Lärm. Du machst Lärm. Ja, mal gucken, ob das in 2022 besser funktioniert. Wenn ja, cool. Wenn nicht, dann nicht. Ja, da stehen so Sachen drauf, wie zum Beispiel meditieren, Yoga, Sport, Wandern, spazieren gehen, solche Dinge. Aber auch No Buy Klamotten, No Buy Make-up und No Buy Art Supplies, also Kunstmaterialien. Ich habe, ist vielleicht so ein bisschen cheaten, aber ich habe jetzt, wo es mir wieder besser ging, noch die letzten Art Supply Einkäufe oder Bestellungen gemacht. Das, was ich bei mir im Kunstladen gekriegt habe, habe ich dann da geholt, jetzt noch vorgestern, genau. Und den Rest habe ich jetzt bestellt. Und ja, so die letzten Sachen, wo ich dachte, okay, das muss ich irgendwie haben. Das steht schon seit Zeit X auf meiner Wunschliste und jetzt irgendwie, das brauche ich noch gefühlt. Aber um ehrlich zu sein, ich habe gerade jetzt während Corona so viel Geld ausgegeben für Kunstmaterialien. Oh Gott. Und ja, ich meine, ich freue mich über die Sachen, aber es gibt tatsächlich Sachen davon, die ich noch gar nicht benutzt habe oder die ich ganz wenig nur benutzt habe. Und ich habe so viel davon rumliegen mittlerweile, dass ich ja eigentlich gar nichts Neues brauche für die nächsten Jahre oder wahrscheinlich Jahrzehnte, weil ich damit jetzt noch ewig Kunst machen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, für 2022 ein No-Buy-Kunstmaterialien. Und wenn ich mir was Neues kaufe, dann sollte es etwas sein, was eben leer geworden ist. Zum Beispiel, wenn meine rote Aquarellfarbe leer gegangen ist, dass ich mir ein neues rotes Tübchen kaufe. Oder wenn meine blaue Gouache-Farbe leer ist, dass ich mir eine neue blaue Gouache-Farbe kaufe. Solche Dinge. Aber eben nicht mehr, oh, das ist aber auch toll und das ist aber auch toll und damit kann ich bestimmt auch tolle Dinge machen. Und manche von euch mögen das kennen und ich gucke mir auch viele, viele, viele Videos an von anderen Künstlern oder Hobbykünstlern auf YouTube und wir scheinen alle den gleichen Spleen zu haben. Ja, aber das versuche ich jetzt in den Griff zu bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Das gleiche beim Make-up. Ich kaufe gar nicht so viel Make-up oder Sachen ein, aber dann doch mehr, als ich einfach brauche. Also ich habe einfach so viel über die letzten 20 Jahre gesammelt und ich bin auch so ein Mensch, also wenn da mal ein Haltbarkeitsdatum drauf stand, dann ist es von der Benutzung weg. Und ich hatte nie das Problem mit abgelaufenen Sachen, irgendwie auch Lidschatten oder sonst irgendwas. Also wenn eine Mascara austrocknet, trocknet sie aus, aber ich verwende manche Dinge. Ich weiß nicht, ich habe ein Lidschattenset. Das habe ich bin jetzt 38. Das habe ich geschenkt bekommen mit 15 oder 16. Damit mit 16, genau. Und das habe ich immer noch und das benutze ich immer noch und ich liebe es immer noch. Das habe ich auch heute drauf, diesen Lidschatten. Der ist super ergiebig, das war glaube ich irgendwann eine teure Marke. Also es waren so vier Stück, vier Lidschatten, einer davon ist aufgebraucht. Die anderen halten noch eine ganze Weile und das ist, funktioniert wie neu gekauft. Das ist toll, das hält und von daher, ja. Und deswegen, ich habe Sachen weggeschmissen oder weggegeben eigentlich nur, wo ich gemerkt habe, okay, das ist halt überhaupt nicht meins von der Farbe oder so her, ich benutze es nicht. Dann habe ich es weggegeben, aussortiert. Aber alle anderen Sachen sind halt immer noch da und deswegen brauche ich auch echt nichts Neues. Aber manchmal geht man so lang und denkt sich, oh, der Farbton, dieser Braunton, dieser Goldton, weil ich Braun und Gold und so die Farben liebe. Ist es nötig? Nein. Und kann ich darauf verzichten? Mit Sicherheit. Versuche ich es? Ja. Wenn Mascara austrocknet, ich brauche einen neuen oder leer geht, ich brauche einen neuen, kann ich ihn mir neu kaufen. Alles andere versuche ich zu lassen. Auch Klamotten. Mein Schrank ist voll, ich brauche nichts. Und trotzdem gibt es immer so Sachen, die mir einem gefallen. Und gerade in Phasen, wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann denke, darin werde ich gut aussehen und dann wird es mir wieder besser gehen. Wir wissen alle, es funktioniert nicht. Oder es funktioniert nur für eine Stunde oder einen Tag. Ja, und dann habe ich es immerhin so gemacht, dass ich fast dann nur noch über Secondhand-Plattformen oder in Secondhand-Shops was gekauft habe.
Trotzdem muss auch das nicht sein. Und deswegen versuche ich auch ein No-Buy Klamotten zu machen in 2022 und werde auch versuchen, mir das abzuhaken. Ich werde versuchen, jeden Abend oder jeden Morgen dann für den Vortag abzuhaken. Ich versuche dran zu denken. Ja, Meditation habe ich viel zu sehr schleifen lassen, dass ich dann auch eher mich habe berieseln lassen, irgendwie von Online-Hypnosen oder geführten Meditationen. Und das funktioniert bei mir aber nicht so wie eine stille Meditation. Das ist für mich dann halt tatsächlich eher wie ein Berieseln lassen, also bei mir, dass ich dann auch eher dabei einschlafe und es eher wie ein Hörspiel auf mich wirkt. Und ich will halt wieder viel stärker in die stille Meditation gehen. Yoga, Sport musste ich leider total schleifen lassen. Ich hatte mehrere Monate dieses Jahr wirklich Sportverbot, wo ich es nicht machen durfte, aus diesen privaten Gründen. Und das hat mir auch nicht wirklich gut getan. Und da möchte ich jetzt halt wirklich wieder anfangen, dass ich erstmal wieder mit schonendem Yoga anfange und leichte Wanderstrecken und so weiter und so fort. Einfach langsam wieder reinkommen. Natürlich fange ich nicht wieder bei Null an, aber man merkt es einfach, wenn man ein paar Monate lang etwas nicht gemacht hat oder hat schleifen lassen. Und ich muss ja auch zugeben, dass ich so ein Mensch bin, dem es sehr schwer fällt, wenn er weiß, dass andere Menschen zugucken, also wie zum Beispiel in einem Fitnessstudio. Ich habe da schon so eine gewisse Sozialphobie in der Richtung. Ich zum Beispiel in einem Fitnessstudio, wo ich jetzt gerade bin, da gibt es richtig tolle Yoga-Angebote, richtig tolle Yoga-Stunden, ganz, ganz verschiedene. Ich war auch schon welche, die mir überhaupt nicht gefallen haben, aber es gibt auch welche, die einfach total gut zu mir passen, die aber schon fordernd sind und wo ich einfach gerade weiß, okay, Moment, ich bin gerade nicht so dehnbar, ich bin gerade nicht so belastbar, ich müsste einfach vieles halbherzig machen oder eine Pause machen. Und ich wurde in diesen Yogastunden aber auch schon erkannt als Mojo D. Und jetzt traue ich mich nicht mehr dahin. Tja, und kleiner Schnitt, und ich sehe etwas anders aus, weil ich gestern spontan Besuch bekommen habe und deswegen das Video geendet hat. Aber ich wollte euch noch kurz von meiner leichten sozialen Angst im Fitnessstudio erzählen. Ja, eigentlich sollte es einem ja egal sein, was andere von einem denken. Und wenn mich keiner kennt, dann ist es mir eigentlich auch im Fitnessstudio egal. Aber wenn ich dann erkannt wurde und dann eben so eine Phase habe wie aktuell, wo ich einfach sportlich nicht fit bin, wo ich mich nicht gut bewegen kann und so weiter, ist mir das irgendwie total unangenehm, was die Person dann über mich denkt. So, oh, ich dachte, die macht viel mehr oder die kann viel mehr oder hadadadada. Eigentlich totaler Schwachsinn und wahrscheinlich denkt die Person das auch gar nicht, aber ihr kennt es, wenn der Kopf das denkt, dann ja. Yeah. Aber ihr seht, ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, wirklich für 2022, und ich gucke einfach mal, wie weit es kommt, und vielleicht mache ich dann auch mal ehrliche Videos darüber, wo ich dann sage, was zum Beispiel super funktioniert und super klappt und wo ich super happy drüber bin, und Sachen, die überhaupt nicht klappen. Aber das hat halt jeder von uns und das ist halt ganz normal und ja, das gehört zum Leben dazu. Und schon wieder ein Schnitt. Weil ich die 30 Minuten, sogar mehr als 30 Minuten, die jetzt gefolgt werden, rausgeschnitten habe. Und eigentlich sollte das Video sogar noch im letzten Jahr online gehen und ich hatte euch zum Schluss noch einen guten Rutsch gewünscht. Aber dann war ich so unschlüssig darüber, was ich im Video drin lasse und was nicht. Und ja, dann hat sich das irgendwie alles verzögert und hier sind wir. Warum habe ich es rausgeschnitten? Ich habe über meine Corona-Erkrankung berichtet und der Anstoß war, dass ich auf Instagram super viele Nachrichten bekommen habe, als ich krank war. Und ganz viele auch sich erkundigt haben, ne, wie es mir geht und dass ich doch mal darüber erzählen soll. Also sie hat es einmal interessiert, wie ging es mir, was hat mir geholfen, ob ich geimpft war oder nicht, oder geimpft bin oder nicht. Ob ich irgendwie Angst jetzt vor Corona habe, ob ich Angst vor Corona hatte, was das mit mir als Angstmenschen gemacht hat und. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe jetzt so lange nichts zu dem Thema gesagt, vielleicht ist das jetzt der Moment, was dazu zu sagen. Und dann habe ich ganz viel dazu gesagt und habe zum Schluss gemerkt, es funktioniert nicht.
Weil die Situation ist einfach, oder die Menschen, die Lage zwischen den Menschen und generell auch die politische Lage und alles das, was das Thema angeht, ist irgendwie so verkrampft und so emotional aufgeladen und irgendwie so festgefahren auch gefühlt, dass ich einfach das nicht ausdrücken konnte, wie ich es wollte. Also ich konnte es nicht so ausdrücken, dass es keiner falsch versteht. Ich konnte es nicht so ausdrücken, dass nicht auch irgendwer auf den extremen Seiten da irgendwie was rauspickt, was er entweder gegen mich verwenden kann oder daraus für sich verwenden kann. Und deswegen habe ich es am Ende aufgegeben und habe es gelöscht. Weil die Sache ist, ich habe halt keinen Bock hier auf dieses Thema, auf diesem Kanal. Ich habe keinen Bock auf Hate-Kommentare in die Richtung, die wahrscheinlich trotzdem kommen, nur weil ich überhaupt das Wort erwähnt habe. Was ich euch dazu sagen kann, dass ich generell sehr, sehr anstrengend finde, wie viel Hass hier auf beiden Seiten ist. Also wir haben eine große, finde ich, Mittelmasse, oder zumindest ist es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und so weiter so, dass es man eher sehr gemäßigt ist und auch andere Meinungen toleriert. Aber es gibt eben auch die sehr lauten Fronten auf beiden Seiten, die total gegeneinander gehen und die gegen eigentlich jeden gehen, der anderer Meinung ist. Und das finde ich super anstrengend. Das finde ich aber generell anstrengend. Nicht nur bei dem Thema, das finde ich generell anstrengend, so extremistische Meinungen. Und mich nervte auch die gegenseitige Panikmache, das gegenseitige Runtermachen, das gegenseitige Beleidigen und was es da nicht alles gibt. Und ich möchte da einfach kein Futter, das nicht füttern. Und egal wie mittig meine Einstellung sein mag und egal wie sehr ich mich da erklären würde, wer es falsch verstehen will, kann es falsch verstehen. Wie gesagt, allein, dass ich das Wort ja erwähnt habe, wird wahrscheinlich schon triggern. Ja? Und von daher, ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde gerne unten in die Videobeschreibung einfach setzen, was mir persönlich während der Erkrankung geholfen hat und was mir empfohlen wurde von Ärzten und Naturheilpraktikern. Genau, das kann ich euch gerne reinschreiben, falls ihr da einfach mal schauen wollt, wenn es euch auch erwischt, ob euch das vielleicht auch hilft, aber ohne Gewähr, das ist einfach nur, wurde mir empfohlen, habe ich ausprobiert, keine Gewähr, ja. Aber ansonsten möchte ich mich wirklich aus dem Thema weiterhin raushalten, weil es nervt mich und was ich halt so mitbekomme, ich habe schon gar keinen Bock mehr, irgendwo Kommentare oder sonst was zu lesen. Egal, was gesagt wird, es wird falsch ausgelegt oder es wird gehetzt oder es wird was auch immer. Also das ist so unfassbar aufgeladenes Thema. Ich verstehe auch, dass es aufgeladen ist. Also ich verstehe schon auch die extremen Seiten, wie sich das entwickelt. Ja, aber nur weil ich es verstehe, muss ich es halt deswegen nicht gutheißen oder unterstützen. Aber deswegen, das ist halt einfach nichts für mich und hat hier nichts zu suchen. Genau. Und deswegen werde ich das Video jetzt beenden. Wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ihr könnt mir echt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es mit euch ist. Habt ihr euch Vorsätze vorgenommen? Jetzt sind ja auch schon ein paar Tage vergangen. Habt ihr sie direkt wieder verworfen oder seid ihr dran? Oder wie macht ihr das? Vielleicht sagt ihr auch, hey, 2021 war mein Jahr. Ja, total viel Homeoffice, wenig Menschenkontakt, mega. Andere, die vielleicht sagen, oh Gott, ich muss wieder unter Menschen. Das ist ja auch jeder anders. Und es ist ja alles total subjektiv, was wir wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen. Aber dazu werde ich auch noch Videos machen. Ich hab total viele Videoideen. Ich habe heute auch angefangen, einen Online-Kurs endlich zu drehen. Yay! Es kommen viele kreative Videos, das wurde sich auch gewünscht. Das freut mich sehr, weil ich einfach wieder super viel kreativ bin. Es kommen auch Videos eben zu allen möglichen anderen Themen, Selbsthilfe, Meditation etc. pp. Und ich hatte euch auf Instagram gebeten, mir so ein paar Video-Wünsche zu schicken. Da kamen ganz, ganz tolle Wünsche. Vielen Dank. Und ihr könnt es auch hier weitermachen, immer in den Kommentaren. Es ist nie die Garantie, dass ich das Video mache. Ihr kennt mich mittlerweile, ja, da gibt es keine Garantien. Aber ich finde es halt einfach toll, auch immer mal Impulse zu bekommen, auf die ich selbst vielleicht nicht gekommen wäre oder sowas. Also eure Wünsche werden notiert und manche kommen dann vielleicht sogar nach 5 Jahren erst, aber irgendwann werden sie vielleicht kommen. Ihr seht, mir geht es schon viel, viel besser. Also der Anfang des Videos, da war ich noch echt in der alten Jahresstimmung. Jetzt bin ich in der Neujahrsstimmung. Es geht mir viel, viel, viel besser. Es tut mir sehr gut schon das 2022. Ich hoffe, es geht so weiter. Auch wenn es holprig angefangen hat, aber dazu kommen wir in einem anderen Video. Ich wünsche euch erstmal ganz tollen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Und würde mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut.